Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 12. Dezember 2017? Bevor ich beginne, zeige ich Ihnen etwas. Und das ist dieser Anhänger, das Lebensbaum. Und in diesem Anhänger ist echte Blüte drin. Das ist hübsch zum Tragen, aber wir können das auch nutzen als Amulett. Und dazu empfehle ich die Ritualöl. Das ist Duftöl. Und mit diesem Duftöl sollte man diese Anhänger bepinseln, also ein paar Tröpfchen, damit das energetisch wirkt wie ein Amulett. Beide Hilfsmittel befinden sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Welche Wege sollen wir gehen? Und da möchte ich die Mondknoten erwähnen. Das sind die karmischen Knoten. Ein Wiedergeburt. Karma ist für unseren westlichen Welt oder unserem christlichen Religion nicht allzu vertraut. Aber ich möchte jetzt nicht religiös oder politisch sein, das vermeide ich sowas. Sondern ich habe diese Lebenserfahrung gemacht, wo mich dazu geführt hat, dass ich daran glaube, dass das Karma gibt. Alte Karma und dass wir wieder geboren werden, diese Schulung zu beenden, damit wir weiterkommen. Die Erde befindet sich in die Mitte. Das ist für uns Menschen wie eine Schule, wo wir uns entwickeln, davon irgendwann auch von dieser Karma befreien und irgendwo geht es auch weiter. Und diese karmischen Knoten, davon gibt es zwei, die alte Karma und die neue karmische Erfahrungen. Das ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, beziehungsweise zwei Schnittpunkte. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik überquert und die andere Seite, wenn die Mondumlaufbahn die Ekliptik von Norden nach Süden überquert. Und diesen beiden Punkten entstehen auch die Finsternisse. Und das sind die karmischen Wege. Das heißt, wir leben auf der Erde, das ist das Hier und Jetzt, aber wir haben Erinnerungen. Vielleicht ist das gar nicht bewusst, aber unsere Seele kennt diese Erinnerungen und das finden wir in unserer Mitte, weil da liegt die Quelle. Aber wir machen den Weg weiter, wir entwickeln uns, wir machen neue Erfahrungen, schöpfen unsere Möglichkeiten aus. Deswegen sind wir auf die Erde geboren, diesen Weg zu machen, bis wir vollständig sein. Und das bedeutet nicht, dass wir keinen Fehler erlauben dürfen und dass wir perfekt sind. Dann wirkt es so, wenn wir Roboter wären. Wir sollen menschlich bleiben und sollen auch für unseren Fehler stehen. Aber wir machen eben diesen Weg. Diesen beiden Knoten, einmal dieser neue Weg, neue Aufgabe, neue Erkenntnisse, diese Energiefeld, nenne ich mal so als Energiefeld, diese karmischen Knoten, was die indischen Astrologen als Drachenkopf nennen, bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Löwe. Das trifft die Löwengeborenen gerade, aber trifft alle Menschen, die ihren karmischen Knoten, ob das jetzt die absteigende ist oder die aufsteigende ist, also Vergangenheit oder Zukunft, auch in ihrem Geburtshoroskop im Löwe haben. Sie haben neue Erkenntnisse, Lernaufgabe, etwas aneignen und das in Harmonie, auch im Gleichgewicht bringen. Und dazu erwähne ich nochmal dieses Ritualöl, öffne den Weg auf diese karmische Erkenntnisse oder Erfahrungen. Also dazu nützt dieses Ritualöl auch. Also so viel über diese Karma. Diese aufsteigende Mondknoten, das Neue, die neue Erkenntnisse oder Lernaufgabe, Entwicklungen, weil wir bleiben nicht stehen. Diese
neue Entwicklungen wird bestrahlt von Akubens. Übersetzt heißt dieser Stern, was dieser Schnittpunkt, dieser karmische Knoten gerade bestrahlt, Zuflucht versteckt. Das kann einerseits bedeuten, dass es noch zu viel zum Verstecken und Ausgraben ist, besonders bei den Löwengeborenen, aber kann auch bedeuten, dass man verstecken soll, was sie vorhaben. Weil es kann passieren, wenn man sich öffnet, was Neues man startet, dass da anderen vielleicht ein Hindernis sein können. Also lieber im Hintergrund bleiben und hinter den Kulissen das organisieren. Nicht, weil man das etwas verbergen sollte, sondern manchmal ist es klug, wenn man schweigen kann. Wie sagt das Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das kann natürlich auch ein Thema sein bei den Löwengeborenen und für die alle, die ihren Mondknoten im Löwen haben. Gegenüber, in der Kreiszeichen Wassermann, ist auch ein karmischer Knoten und das entspricht nicht die Erfahrungen, was wir noch machen oder erlernen, sondern hier im Tierkreiszeichen Wassermann sind die alte karmische Erinnerungen. Und natürlich aktiviert das bei Wassermanngeborenen gerade karmische Begegnungen, Erinnerungen, alte Erfahrungen, Talente, Fähigkeiten. Das sind noch so viel Schätze, was wir auch ins Licht bringen können. Vielleicht in die früheren Leben haben wir das nicht umgesetzt und jetzt bekommen wir nochmal die Chance, das zum Zeigen. Also da sind viele Talente, Fähigkeiten sind auch verborgen. Und das wird aktiviert gerade bei den Wassermanngeborenen und selbstverständlich bei jeder, wo die Mondknoten im Tierkreiszeichen Wassermann haben. Und das wird auch bestrahlt vom Kastra. Und dieser Kastra bedeutet Kaserne eigentlich übersetzt, also ein militärisches Objekt, bedeutet aber nicht, dass wir Krieg führen sollen oder das unterstützen sollen. Ich bin immer für Frieden und friedliche Lösungen, sondern das ist die strategisches Denken gemeint und auch das innere Stimme nützen bei bestimmten Vorhaben oder bei Entscheidungen und Kraft zeigen und wenn da Schwierigkeiten sind, auch Widerstand leisten. Und das wird aktiviert bei den Wassermanngeborenen und die, wo diese karmischen Knoten im Wassermann haben. Die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, hat auch einen Einfluss, ist auch sehr interessant. Weil die Schütze ist dieser Bogenschießer, dieser Bogen, wo zeigt dieser Bogen, dieser Pfeil hin? In die galaktische Zentrum unserem Sonne, unserem Galaxie Milchstraße. Wir leben, also unserem Sonnensystem befindet sich in Galaxie Milchstraße. Und die Schütze zeigt an die Zentrum dieser Galaxie. Und genau in diesem Bereich bewegt sich die Sonne. Beziehungsweise das ist die Steinbewegung, die Sonne, aber dann möchte ich nicht in die Tiefe gehen. Also die Sonne befindet sich hier und wirkt, weil die Sonne vermittelt uns. Also wir sollen konzentriert bleiben, unserem Ziele verfolgen. Aber was ist diese Akubens und Akules und Akumen? Akules und Akumen, das sind Nebel in die Nähe von diesem galaktischen Zentrum. Das heißt, wir sollen konzentriert bleiben, aber wir brauchen die Orientierung auch. Es ist ein bisschen undurchschaubar alles und die Sonne vermittelt, da Klarheit zu bekommen, da lernen wir auch etwas. Interessant ist, dass genau gegenüber liegt die Nordpol, die Polarstern im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Das ist natürlich auch wieder ein Ausgleich. Die ganze Astrologie und die Sterne muss als Ganzes sehen. Dann, wo bewegt sich Mond? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage, hat eine abnehmende Mondphase.
Das eignet sich immer dafür, etwas starten, weil immer der erste Moment zählt. Also etwas starten, wovon wir verabschieden sollen, loslassen, kündigen und eignet sich auch zum Abnehmen. Und wir erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist ein beruflicher Anerkennung, ein beruflicher Sieg, sie erreichen etwas beruflich oder sind im Orientierung gerade ihren Berufung zu suchen oder finden. Zwei Themen belastet die Wagengeborenen, einmal das Loslassen oder Kündigen oder Trennen von etwas, die anderen Themen, dass sie ihren Ziele, ihre Wünsche leicht aufgeben, weil sie verlieren dann die Mut oder die sagen dann, ah, das erreiche ich sowieso nicht. Also das sind die Hindernisse. Also wichtig ist, dass man Mut hat, etwas beenden und dann dieser feste Glauben, dass dieses Ziel erreichbar ist und das erleben sie gerade in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist auch beginnt gerade eine berufliche Aufstieg und sie sollen diese Chancen, Möglichkeiten suchen, weil sie haben zurzeit mehr Möglichkeiten wie sonst im Leben. Jupiter vermehrt jetzt die Chancen, Möglichkeiten und dann auch dieser Mut zu haben und das stärkt auch die Mars-Einfluss, das auch wirklich anpacken. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen gerade viel Ruhe. Zurückgezogenheit, Stille, sie warten auch und das ist auch gut so, weil daran liegt gerade die Kraft. Beobachten alles und geduldig sein, abwarten, bis die Kontakte oder Einflüsse von außen kommen und es kommt auch. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich momentan wie eingeschränkt, so kann ich das ausdrücken. Da sind vielleicht noch Hindernisse da. Oder das läuft nicht so, wie die Steinbockgeborenen im Augenblick wünschen. Und sie brauchen gerade sehr viel Kraft und Mut, nicht nur diese inneren Kraft, sondern auch körperlich, das Anpacken alles. Kann passieren, dass das alles zu viel erwirkt. Im Augenblick bei den Steinbockgeborenen, aber das trägt Früchte. Das trägt Früchte. Es lohnt sich, in diesem Ziel zu bleiben. Also nicht aufgeben, auch wenn das eine Belastung ist im Augenblick, auch wenn das zu stressig ist im Augenblick. Es trägt Früchte und die kommenden Tage kommen schon die Ereignisse. Es kommt etwas im Fluss oder kommt etwas zurück oder bekommt man eine Dankbarkeit oder Lob. Also es lohnt sich. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und das bringen sie gerade im Fluss, bringen sie das in Ordnung. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Vielleicht sogar jemand von Vergangenheit, was auch unterstützt und begeistert die Wassermanngeborenen. Und die Liebepartnerschaft haben sie auch Glück. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Sie haben aber grundsätzlich Glück, aber es fehlt die Vertrauen. Und wenn Sie die Vertrauen und auch die Selbstvertrauen natürlich bekommen, dann spüren Sie auch diese Kraft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Es ändert sich ganz, ganz viel bei den Wiedergeborenen. Auch wenn das etwas noch gebremst ist, auch wenn das nicht so schnell geht, auch wenn man kraftlos fühlt, sie machen gerade die Fundament für etwas Neues und das könnte ich mit einem Hausbau vergleichen. Die Fundament ist fertig und das ist stabil. Auf dieser Fundament kann man bauen und kommt auch gute Ereignisse von außen. Momentan sollen die Wiedergeborenen im inneren Gleichgewicht bleiben, die Leichtigkeit spüren, auch wenn das noch nicht die große Erfolg erscheint. Aber das ist schon unterwegs. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen
haben Möglichkeiten, aber das sollen sie auch bewusst wahrnehmen, die Augen offen halten und gleich aktiv sein. Nicht warten, bis das von anderen kommt, sondern selbst aktiv sein. Viele Stiergeborenen kümmern um den wohnlichen Bereich. Entweder verschönern sie ihre Wohnung oder neue Einrichtung. Es kann auch ein Umzug bedeuten, aber kann auch bedeuten, dass sie brauchen gerade dieser Rückzug, diese Stille, die Zuhause. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wird viel in Bewegung kommen, in Arbeit. Aber nicht übertreiben, sonst fühlen sie sich kraftlos und erschöpft und müde. Also sollen nicht nur auf die Arbeit konzentrieren und die Pflichten nachgehen und aktiv sein im beruflichen Umfeld, sondern sie sollen auch mal an sich selber denken oder an die Liebe oder auf die Freizeit, weil das gibt die Ausgleich gerade. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen momentan noch warten, jetzt etwas starten. Kostet viel Energie, viel Kraft, lieber diese Kraft sammeln und abwarten für den richtigen Moment. Und es nähert sich schon in die kommenden Tage. Dann können Sie etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen befinden sich in einer karmischen Wandlung. Entweder kommt eine Art Befreiung, weil das ist eigentlich die karmische Ziel von dieser ständige Kreislauf, uns befreit werden, wo wir sagen können, Ende unserem Leben, ich habe alles richtig gemacht nach meinem Gewissen und ich habe ein glückliches, zufriedenes Leben geführt. Das ist das Ziel. Und da suchen sie die Löwengeborenen wirklich diesem Weg, wo sie dann sagen, oh, das ist meine Berufung, das ist die Partnerschaft, was ich immer leben wollte, das ist mein Ort, das ist mein Zuhause, wo ich wohnen kann, wo ich atmen kann. Und das sind Themen oder befreit fühlen finanziell, wo man sagt, okay, ich habe das auch alles im Griff. Also in allen Lebensbereichen räumen gerade auf die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommen auch Veränderungen, auch beruflich, kann auch eine Reise sein. Diese Reise bedeutet aber astrologisch auch die inneren Reise, Erkenntnisse gewinnen, nach innen schauen. Und in die Liebe, Partnerschaft, bei den Gesprächen sind Einschränkungen da. Aber das ist kein Dauerzustand, weil das wird dann auch verbessern. Wichtig ist, die beruflichen Situation kümmern oder eine Reise machen und überlegen, was können Sie vorteilhaft verändern in Ihrem Leben. Was loslassen, das ist auch ein Thema noch bei den Jungfraugeborenen, das wäre auch der richtige Moment dafür. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein. Aber besteht die Möglichkeit, Fragen stellen, astrologische Fragen, wie zum Beispiel, ich habe einen Termin, möchte ich wissen, wie verläuft dieser Termin. Oder ich habe jemanden kennengelernt, das war der Zeitpunkt unserer ersten Begegnung. Kann man von diesem Daten erkennen, ob diese Partnerschaft funktioniert. Oder ich bin da in diesem Tag geboren und er ist da in dem und dem Tag geboren. Das kann man auch vergleichen, wie harmonisiert das alles. Und man kann auch die Frage stellen, was erwartet Jahr 2018, was ist die Tendenz, was kommt die einzelnen Monate. All diese Fragen kann ich beantworten. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und dann natürlich die Blitzberatung und die 3-in-1-Beratung. Ausführlich ist das auch beschrieben in meiner Webseite. Was ich noch erwähnen möchte, das ist mein neuer Kanal, Meisterin des Kartenlegens, wo Sie dann kostenlos die Kunst des Kartenlegens erlernen können. Und noch etwas, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.